Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Edna bricht aus. Ich nehme hier gleichzeitig auf, während im Hintergrund der Vorgänger gerade rendert. Hoffen wir, dass es gut wird. Wie dem auch sei, wir waren hier stehen geblieben in der Bar und vollkommen verzweifelt damit, was wir mit diesem dummen Ohrenschmalz machen müssen. Ich schaue jetzt einfach mal, ob es noch eine Münze gibt aus dem Telefon. Gerät und ich damit irgendwie den, wie nennt er sich, den König Adrian oder so linken kann, schmieren. Gut, wenn nicht, muss ich mal beim Alumann anfragen, ob er eine Idee hat. Benutze Telefon mit Gabel. Nicht. Oh, nichts. Beiß mal nochmal deine Zehen ab. Crunch. Kann man irgendwie... Da kommt nichts rein. Im Gegenteil, da kommt was raus. Hoffentlich. Gut. Hat nicht funktioniert. Ich bin verwirrt. So eine kleine Hilfefunktion wie in Monkey Island Special Edition wäre jetzt sehr hilfreich. Egal. Ach so, sie mag ja keine Gesellschaftsspiele. Ich weiß nicht mehr weiter. Lampe. Kaputt. Aber warum ist es dann so hell hier? Das muss an der Grafikkarte liegen. Kann man sie mitnehmen, auch wenn sie kaputt ist? Das ist nicht gerade eine Taschenlampe. Hallo, Droggy. Droggelbecher. Na gut, dann halt Droggelbecher. Droggelbecher. Er ist so süß, wenn er wütend ist. Gut. Kann man ihm denn dieses Zeug geben? Das zeige ich ihm lieber nicht. Ach komm. Ich möchte nicht, dass er schlecht von mir denkt. Naja. Keine Ahnung. Bitte hilft mir mal irgendwer weiter. Verdammt. So. Irgendwas, was wir da reinkippen müssen. Was haben wir denn hier? Inventar. Benutze dieses Zeug mit Pflanzen. Hier, ein wenig Dünger. Nicht alles aufbrauchen. Gut. Hier, ein wenig Dünger. Nicht alles aufbrauchen. Und Sessel. Benutzen, Edna. Benutzen. Verlockend. Aber nein. Ja. Gut. Benutze Lampe damit. Vielleicht härtet es aus oder sowas. Hui. Es glitzert Bernsteinfarben. Gut. Was soll ich nur machen? Wundert mich auch, dass hier noch die Polster drauf sind. Gut, 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 nicht gut. Das Schloss kann ich nicht ändern. Da fehlt ein Schlüssel. Ja. Vielleicht das. Schmieren nützt da nichts. Ich brauche den Schlüssel. Ich wette, das Rätsel ist total einfach. Ich bin bloß nur viel zu doof, darauf zu kommen. Lampe, Alumann, fragen wir noch mal irgendwas. Komm, hilf mir doch mal. Hey, Alu. Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Ja. Ich habe noch eine Frage zu König Adrian. Schieß los. Kannst du mir helfen, ihn zu schlagen? Ja, gleich. Kannst du mir helfen, ihn zu schlagen? Für wen hältst du mich? Für so eine Art Mr. Miyagi? Ach, bö. Ich hätte eine Idee, aber sie wird dir... Sag schon, sag... Elektroschock. Ja. Wenn du. So, ich will diese Schocktherapie. Ich habe mich entschieden. Ich will die Schocktherapie. Sehr tapfer, Kind. Dann bring mir jetzt den besseren Kleiderbügel. Oh, verdammt, stimmt. Wir brauchen ja noch einen Kleiderbügel für ihn. Ich muss langsam. Pass auf. Gut. Dann wären wir hier am Verzweifeln und da am Verzweifeln und da am Verzweifeln. Aber vermutlich geht's da irgendwo weiter. Komm.
Oh, Menno. Gut. Vielleicht müssen wir sie nochmal reinspringen lassen. Klink und klonk. Und hallo? Überraschung! Ja, soweit waren wir schon. Was möchte sie vielleicht damit anfangen? Ich habe hier noch was für dein Buffet. Tierische Eiweiße! Wir haben hier nur veganes Essen auf unserer Party. Keinem Tier soll je ein Leid geschehen. Auch keiner dummen Gans? Gänse sind nicht dumm. Sie sind hochintelligent. Eine hat sogar mal gegen mich im Schach gewonnen. Okay, das war jetzt ein klassischer Fall von Self-Owned. Sie hat aber auch nichts zu sagen, ja, oder? Nee, das hatten wir alle schon. Feier noch. Werd ich. Ach, mal sehen. Gut. Vielleicht. Keine Ahnung. Ein klein wenig davon kann ja nicht schaden. Flump. Benutzen. Ich kann auf der Toilette nichts essen. Okay. Den Becher können wir nicht nehmen. Die Deko will hier runter. Wann habe ich eigentlich? Ich kann mich einfach... Ich bin... Wenn du's... Gut. Ich klicke hier wahrscheinlich viel zu viel weg für euch, aber mal Das schon. Wäre aber ziemlich un... Du kommst ja nur nicht dran. Das außerdem. So. Klunk. Die Versuchung ist groß. Ja. Aber es wäre einfach nicht Edna-Style. Okay. Gehen wir mal wieder. Machst du bitte noch das Licht aus? Mach selber. Ich glaube, Edna mag Petra nicht sonderlich. Er hier. Irgendwie müssen wir hier runter, weil hundertprozentig unten so eine Nase in den Kleiderbügel hat. Oh Mann, ich hab doch schon alles mit allem ausprobiert. Captain Unbrauchbar hat keine Polizeimarke. Er arbeitet auf 400-Euro-Basis für Greenpeace. Nein. Und dazu noch... Ja, andersrum vielleicht. Zack und zack. Cornflakes mit Honig gefällig? Ist das denn echter Bienenhonig? Nicht wirklich. Tatsächlich fehlt noch eine insektoide Zutat zu meinem Bernstein-Cocktail. Ja, eine insektoide Zutat. Wir brauchen irgendein Insekt, um es da reinzukippen. Chips. Benutze Chips. Nein, nicht Chips mit Chips. Ich will, dass du sie öffnest. Bringt mich zu eurem An... Okay. Wie bitte? Verflucht, ich kann sie nicht verstehen. Es sind Mikrochips. Okay, Menno, kann man ihn irgendwie kitzeln? Ei! Ei, caramba! So, Menno. Verwirr mich halt. Wow! Ja, hab ich mit Sicherheit alles schon dreimal gemacht. Gut. Hier sehe ich auch keine Viecher rumfranzen. Ja. Wenn das nichts hilft, probiere ich, ob die Schere irgendwie mit dem Schlüssel korreliert. Hier mixt der Barmann. Ja, tut er. Hey, das ist der Einzige. Gut. Was ist mit dieser doofen Sitzecke? Stuhl, Aschenbecher, keine Ahnung. Nicht gerade ein lauschiges Plätzchen. Nutze einfach mal. Wer rastet der Roastbeef? Noch ein Poster dahinter. Was soll ich nur machen? Die kommt ja kaum durch Papier. Wie soll sie dann Holz schneiden? Leer! Gott. Das soll ein Ja, das hatten wir schon. Hier auch nichts. Nee. Und schon wieder die Hälfte der Aufnahmezeit weg.
Lass das bitte. Ich brauche die Dunkelheit, damit mir nicht so auffällt, dass ich nur noch schwarz sehe. Gut. Neonschild haben wir noch gar nicht angesehen. Das ist so 80er. Bin ich voll der Fan mit. Ich will es mitnehmen. Warum? Ich will kein Internetcafé aufmachen. Hm. So, vielleicht das? Hui. Ja, das hatten wir schon. Das will auch nicht ich da rein. Ich sehe nichts was dagegen. Aber sie isst es nur. Gut, hier gibt es ja nicht. Ah, wollte ich ja noch probieren. Schere mit Generalschlüssel. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Na, mach mich halt fertig. Runter da. Mm. Gut, gut. Nochmal wieder zurück. Vielleicht ist ja da irgendwo. Insekt. Geh raus da. So rum. Nein. Ja. Und dazu. Gut. Das hier nochmal damit. Vielleicht wird's ja. Ich habe da was für dich. Ja. Oh. Ja. What a pit. So ist es für meine Dino. Du kannst es wieder haben. Aber so gut dann wird schon bald mein. Ja. Benutze. Vielleicht so ein Ding einschließen. Es könnte auch ein Behälter für Watte stecken. Für Benutzte. Ja. Ich will es doch benutzen, nicht anschauen. Es könnte auch... Okay. Menno, Menno, Menno. Was haben wir denn in dem Zimmer? Telefon, Regal, Tür, Doppeltür, Lampe. Ich weiß nicht, was ich machen Nein, soll. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Ja, und das dahinter vielleicht? Liebend gern, aber die Pinnnadeln sind alle. Hm. Kann ich hier noch mehr nehmen? Nee. Pinnwand. Nimm Pinnwand. Und meinen Leidensgenossen das einzige Foto. Ja. Ich bin doch... Benutze. Ich habe keine Bilder, die ich aus... Nicht? Komm. In diesem Bild hängt Captain Unbrauchbar ein Foto vom Honkmobil ans schwarze Brett im Supermarkt. Ich will auch ein Honkmobil. Menno, Menno, Menno. Splunch. Gut. Edna könnte mir einen kleinen Tipp geben. Vielleicht Hallo, hilft er einem ja. Hallo Edna. Was gibt's? Ja, anscheinend nicht. Ach, nichts. Vergiss es. Menno. Es ist extrem doof gerade. Da will ich nicht nochmal rein. Droggy. Nee, hier. Verdammt. Und an dem Hirn komme ich auch nicht vorbei. Was soll das sein? Mein Ticket für den... Ist es. Kommissarin, machen Sie den Weg. Aber den Leben... Doof. Benutze Harvey mit... Was hältst du von dem Typen Harvey? Ein Kontrollfreak, der so aussieht, als wenn er nur bis zwei zählen kann. Das wird lustig. Gut. Sie macht doch alles kaputt. Nein, das geht nicht. Menno! Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Nee, da will ich jetzt nicht nochmal hin. Okay, man kann sich hier verstecken. Ich will aber die Deko runterreißen.
Das wäre aber... Du kommst das... Ach. Mensch, Edna. Mach doch mal irgendwas Sinnvolles. Zum Beispiel Mücken finden oder so im Käse. Dann wird halt... Ja, auch dahinter ist der Barmann. Keine Ahnung. Gott verdammt. Warte, Fenster. Gibt nichts zu machen bei Fenster. Gehen wir mal hier durch. Nee. Doof. Dass es dagegen noch kein Gesetz... Ja. Benutze Ohrenschmalz mit Peter. Du solltest dich Folgendes fragen. Warum gibt Edna sich lieber mit einem Becher Ohrenschmalz ab, als mit mir? Die Antwort? In der Gegenwart des Ohrenschmalzes fühle ich mich deutlich wohler. Das ist der Mann. Tut mir der Mann leid. Einen Drink bitte. Der dulde dich einer. Aber der hat... Ja, er möchte... Verdammt, schon wieder raus. So. Vielleicht will der Barmann ja davon was. Eine Lieferung für den Barmann. Was soll das sein? Bernstein? Fast. Es ist Ohrenschmalz. Seltsam. Sieht aus wie Bernstein. Wie auch immer. Für Ohrenschmalz habe ich keine Verwendung. Mein Vorrat reicht noch für mindestens 3 Tonnen Stinktrink. Ich habe diese ganzen Winkel mit Zaunpfählen in Richtung Bernstein und Dinos gecheckt, aber ich finde einfach keinen Müll, den ich da reinkippen kann, dass der das annimmt. Aber was machst du denn da, Edna? Ups. Ja. Wir werden... Das vielleicht. Aber was machst du? Ups. Wir werden... Stinkdrink. Ich muss ihn vielleicht... Keine Ahnung. Polizeimarke. Darf ich mal Ihre Schanklizenz sehen? Aber sicher. Ich bewahre sie immer sehr gewissenhaft auf. Direkt unter dem Arm des letzten Polizisten, der mich danach gefragt hat. Ist nicht mehr so wichtig. Netter Typ eigentlich. Nur sehr zerstreut ihm. Gut. Vielleicht will Peter uns noch irgendwas sagen damit. Allgemeine Stimmungskontrolle. Seufzen Sie mal in dieses Röhrchen. Wie ich es mir dachte. Nichts als Trübsal. Okay. Sehr lustig. Da kommt nichts rein. Im Gegenteil, da kommt was raus. Hoffentlich. Ohrenschmalz, vielleicht kann man den ekelhaften Aschenbecher, den ich noch nie gesehen habe hier drin, der mir aber angezeigt wird, reinstecken. Ich hab's! Das Zauberwort heißt Ohrenschmalz! Hör mir zu, es ist ganz simpel! Gib's auf, Kumpel. Dieser Aschenbecher ist zu nichts Nutze, außer Zigaretten darin auszudrücken. Junge, ich hoffe, er hört mich jetzt gerade wimmern. Vor Verzweiflung. Mensch, was mache ich denn hier jetzt? Okay. Diese Aufnahme hat es auch schon fast wieder hinter sich. Und ich habe noch nichts gefunden. Die ist bloß Dekoration. Ein letzter Versuch, ob ich da vielleicht was reißen kann. Halt. Oder willst du dich was ausruhen? Ich kann später noch ausruhen. Na gut. Nicht weiterschieben. Normalerweise müssten noch irgendwelche Viecher hinter so Zeug sein. Okay, Nummer 1. Versuchen wir es mal mit der Pflanze dahinter. Verschieb dich mal. Tja, vielleicht kann ich ihr Kunststücke beibringen. Alle hopp! So viel zu meiner Karriere als Dompteur. Gut, nee. Kann man das Ding benutzen? Ich lass das jetzt an. Es läuft ja eh nur Mist. Gut.
Nein, nicht gehen, benutzen. Pflanzen. Diese Pflanzen sind eigentlich ziemlich nutzlos. So gut, die Aufnahmezeit ist jetzt zwar fast vorbei, er ist jetzt eigentlich schon vorbei, aber eine Kleinigkeit möchte ich schon auch probieren. Ach, man kann die ja nicht benutzen, man kann sie nicht verschieben. Gut, aber das Real vielleicht. Ich kann Gesellschaftsspiel und das ist die dämlichste Ja, das hatten wir, aber du sollst es doch nur fair schieben. Was hab ich denn hier gemacht? Nein, erstens habe ich keine Zeit, mich auszuruhen. Zweitens hat jemand alle Polster entwendet. Hier ist es hell genug. Finde ich nicht. Keine Ahnung. In diesem Bild muss nützlich Boy wieder auf dem Sofa schlafen. Gut, dann war's das für diese Aufnahme. Es tut mir leid, ich habe schon wieder keine Ahnung, was ich machen muss und schon wieder 20 Minuten mit Stuss vergeudet. Bis zum nächsten Teil, wo ich hoffentlich wieder irgendwas reiße. Tschüss, Leute!